Vorratskapsel. Oh, bitte Bauteile. Mist. Bauteile wären schön gewesen. Und schon wieder ein Überfall. Gibt's doch gar nicht, oder? Wahnsinn. Wie die Mod heißt mit dem Gemütszustand. Hatte ich ganz am Anfang der Session gesagt, muss gleich mal gucken. Die bereiten ihren Angriff noch vor. Schwere Knüppel. Ach, Nahkämpfer. Ja, dann bereitet mal euren Angriff vor. Stopp, wo lauft ihr denn hin? Okay, jetzt gerade erledigt. Zeige ich nach dem Angriff. Oh, geil, oder? Ah, jetzt greifen sie an. Ich habe gerade überlegt, man könnte eigentlich den Mörser mal einsetzen. Vielleicht sollte ich den auch erst dann einsetzen, wenn die anderen im Mörser bauen. Das wäre schlau. Also warten wir damit noch. So, ein Großhändler ist noch auf dem Weg. Da muss ich nochmal lesen. Ein Handelsschiff ist in der Nähe eingetroffen. Wo ist denn das Handelsschiff? Ist das auf der Karte irgendwie? Na gut. Pauf, durch die Falle. Jupp. Und noch einer durch die Falle. Ah, hervorragend. Zack. Joachim Trauer, was ist denn hier los? Ausgefranste Kleidung. Ist jetzt nicht dein Ernst. Wegen dem scheiß T-Shirt. Alter, lass dich mal nicht so gehen, du Waschlappen. Gibt's doch nicht, oder? Mit dem Funkgerät kannst du Kontakt aufnehmen. Das war ein Designer-T-Shirt, ja. Okay. Ah! Du brauchst ein orbitales Funkfeuer, um ein... Und das kann ich nicht bauen, weil ich keine Bauteile habe.
Okay. Das Krematorium ist ja noch an. Nee, Bruce ist nicht gut drauf. Herkules holt sich die Leichen. Das ist echt schade. Edmund muss leider irgendwie immer noch heilen. Aber ist alles gelb, ist nichts mehr rot. Und Bishi ist fleißig am Arbeiten, sehr schön. Fressattacke von Bruce. Wir haben genügend Essen. Hau dir den Magen voll, völlig egal. Ja, wir müssen halt gucken, dass wir die Laune jetzt irgendwie gewuppt bekommen. Uns fehlen die Bauteile. Das ist so ärgerlich. Weißt du, ich will ja ein bisschen was unternehmen, aber Joachim, Bruce, das ist alles irgendwie so... Red Moon ist noch im Krankenbett, im Prinzip drei Mann, die ausfallen. Da wird wenigstens angefangen zu reparieren. Sehr schön. Muss der, glaube ich, auch einfach erstmal machen lassen. So. Danach soll mal gereinigt werden. Auch hier. Das, der ist kaputt gegangen, okay. Und was war hier gewesen? Da hatte auch irgendwas gestanden. Was war das nur? Ich glaube, war das die Heizung? Ich glaube, das war die Heizung. So, da wird gewischelt. Okay, der Geist ist direkt in eine Falle gehüpft. Gut, das war jetzt nicht so die Bedrohung. Alles gut. Die verrückte Geist kommt direkt auf die Schlachtbank. Ach du Scheiße, okay. Thank you.
So, jetzt muss ich nur gucken, was hat Red Moon eigentlich für Hemd, Hose, Schutz. Ja, das ist okay. Bishi hat ebenfalls. So. Das bedeutet, für Bishi brauche ich dasselbe. Also. Nein, andersrum. Zwei Hosen, Schutzwesten, Jacken und wir brauchen zweimal Helme. Naja, ein Helm. Red Moon ist immer noch im Krankenbett. Menschenskinder. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nee. Ah. Kuriert sich komplett aus. Okay, soll ja auch so sein. Eine Bar. Ah, da sagst du was. Ich wollte ja zur Entspannung jetzt Billardtisch da reinknallen. Dann haben wir alle Entspannungsarten, die es gibt. Erstmal. Red Moon, vollständig erholt. So, was macht Red Moon? Wo steckt sie? Aha, amüsiert sich am Tisch. Und forscht. Red Moon ist super gut drauf. Wo ist denn hin? Ah, die hat's. Noch was zu essen. Okay, Bio, Forschen, geistige Arbeit. Level 1. Los geht's. Genau. Die forscht jetzt in aller Ruhe. Okay. Das bedeutet Wildtiere. Nee. Oh, hier drüben. Wir brauchen ein bisschen mehr Pelz. Der macht Mahlzeiten, das ist okay. Soll forschen. Okay.
Upsi. Es brennt. Da muss ich kurz die Heimatzone ausrufen, damit das Feuer bekämpft werden kann. Und zwar von euch. Abgang. Feuer löschen. Okay, danke. So. Eichhörnchen tot. So. Was haben wir denn noch alles erschossen? Eine Ratte haben wir erschossen. Hirsch. Die Hirschkuh ist gesund, die ist entkommen. Echt? Jetzt haben wir Glück gehabt. So. Können wir den nicht irgendwie priorisieren für die Kühlkammer? Doch, na klar können wir. Ach, das ist bewusstlos, okay. Dann geben wir ihm den Rest. Und dann schaffen wir die Leichen mal weg. Was mit dem Faultier? Das ist nur verletzt, okay. Das ist schon skelettiert, okay, das will ich nicht. So, da können sie sich wenigstens die Tiere holen. Da werden wir dann ein paar Pelze mal machen. Gonchi, der liegt doch schon im Bett. Was ist denn los? Gonchi, erzähl mir alles. Stimmung, Ruhe, okay. Bruce muss auch gleich eine Pause einlegen. Sonst ist er gleich nicht mehr gut drauf. Oh, eine neue Abstimmung kommt. Eine neue Abstimmung. Ihr könnt bestimmen. Ein Kolonist, ein Drop oder eine Krankheit. Da bin ich mal gespannt. Drop. Also wenn ich einen persönlichen Tipp abgebe, mir würde ein Drop auch gut gefallen. Oh, habt ihr gesehen? Goldkante transportiert auch was. Sehr schön. Da ist ein Helm fertig geworden. Das heißt, du kannst mal deinen Cowboy-Hut gegen einen Stahlhelm austauschen. Jetzt hat jeder einen Helm. Werden die Tiere weggeschafft. So, alle sind super drauf. Ich wollte doch mal gucken, weil wir haben irgendwo auch was entdeckt. Hier. Du bist doch hier unser Spezialist fürs Abkloppen, oder? Bergbau 7. Ihr habt euch für den Drop entschieden.
Das finde ich sehr lieb von euch und das sind nämlich die Bauteile, die ich brauche. Vielen lieben Dank dafür. Das kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Das ist schick. Dankeschön. Da findet sich jemand auf der Durchreise. Aber niemand, mit dem wir handeln können, ne? Nee. Das ist schade. Oh, Bishi baut die Schussanlage wieder zusammen. Dann der Herd ist zusammengebaut. Wäre es möglich, das orbitale Teil hier zu bauen? Wo ist es denn überhaupt? Da. Das Funkfeuer. Ein Wutanfall von Black Angel. Oh, was denn jetzt? Sehr hungrig. Den darfst du wirklich nichts holen lassen. Ach nee, nee, hör auf. Das kann jetzt alles nicht wahr sein, oder? Der Wutanfall ist beendet. Mann, oh Mann, wie kann man nur so bescheuert sein? Das gibt's doch nicht. Was essen muss er auch? Eine Krippe. Bishi und Bruce. Aber der baut hier noch den großen Forschungstisch zusammen und es ist fehlgeschlagen. Oh Mann, du Pfeife. Das gibt's doch alles gar nicht. Ja, der war ja auch gar nicht teuer. Gonji, du machst das.